Hallöchen, Freunde, und willkommen zu einem neuen Projekt von mir. Allerdings sage ich gleich mal schon voraus, das wird nicht lange dauern, weil momentan noch wenig wirklich viel im Spiel drin ist. Und zwar spielen wir ab heute Besiege, und zwar alle 2 Tage abends um 19 Uhr, quasi als Ersatz für Elite Dangerous. Und ja, was ist Besiege? Ich sag mal, ein mittelalterlicher Lego-Baukasten. Bevor ich aber lang rumsabbel, gehen wir einfach mal direkt ins Spiel. Ich finde es super cool. Ich habe es auch schon in Anführungszeichen durchgespielt. Also zumindest die erste Welt, die es momentan gibt. Das sind hier diese Stufen. Die sind alle schon freigeschaltet. Aber ich werde die sukzessive abbauen. Oder abarbeiten, nicht abbauen, um Gottes Willen. Und ja, ihr seht, ich finde es eigentlich ganz cool vom Aussehen hier. Sieht halt extrem spartanisch aus, aber ich finde es einfach nett. So, und jetzt kriegen wir hier, das hier ist quasi, ich sag mal, das Tutorial-Level. Jetzt kriegen wir hier gesagt, wie man so ein Gerätchen baut und wie man es hinsetzt und so. Aber das kenne ich halt alles schon, deswegen interessiert mich das überhaupt nicht. Wir fangen einfach mal an zu bauen. Und zwar, es gibt halt, ich glaube, als Bauwerkstoff momentan so richtig nur Holz. Ich weiß nicht, ob da jemals mal was anderes kommen wird. Halt Panzerplatten, diese Panzerplatten, die sind dann aus Metall und so. Aber die wichtigsten Konstruktionen baut man eigentlich meiner Meinung nach erstmal aus Holz. Es gibt noch so Querstreben. Davon werde ich jetzt hier auch mal ein paar reinziehen, damit es ein bisschen stabiler einfach wird, die ganze Geschichte. Und ups. Und ihr seht halt immer, diese Nippel, diese Nägel sollen das, glaube ich, sein. Das sind aber die Verbindungsstücke. Gerade auch halt für diese Querstreben. Ist eigentlich ganz praktisch, da kann man halt vorher schon immer direkt sehen, was kannst du machen, wo kannst du hinbauen und so weiter. Und ja, jetzt geht es halt erstmal darum, einfach ein Haus zu zerstören. Später kommen dann noch Soldaten und Schafe hinzu und so. Alles mögliche für einen Krempel, das wird ganz witzig. Und ja, wie gesagt, das Wichtigste im Spiel ist halt erstmal ein Vehikel zu bauen. Und ihr seht, wir haben hier wunderschöne alte modische Räder dran gemacht. Das Interessante ist, ihr müsst das im Prinzip auch noch programmieren, den ganzen Scheiß. Hier in dem Level ist es noch relativ einfach. Normalerweise mit dem Keymapper kann man das machen. Ihr seht up, down, also vorwärts und rückwärts fahren, halt Pfeil nach oben, Pfeil nach unten. Das Problem ist, ich könnte das jetzt noch überhaupt nicht steuern. Und das ist der Grund, warum ich persönlich immer ein bisschen direkt von Anfang an programmiere. Das ist jetzt ein bisschen doof, was ich hier mache. Zumindest für später, weil die Tasten, ups, die Tasten sind schon belegt. Moment, jetzt hab ich Kacke gebaut. So. Denn die Tasten sind schon belegt eigentlich, aber mit anderen Blöcken, die ich jetzt noch nicht brauche. So, wir sollen das ja kaputt machen. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall noch eine Waffe. Man kann richtig krasse Sachen bauen. Also, wenn ihr mal auf YouTube guckt, was da teilweise Leute für Dinger draus basteln, ist der Hammer. Ich habe auch schon ein paar interessante Sachen gebaut, aber ja, ist jetzt nicht so der Mega-Shit dabei gewesen, als dass ich das jetzt zeigen müsste. Muss ich mal kurz gucken, mit was feuert man die? Mit C, alles klar. So, dann können wir eigentlich schon anfangen. Mit Leertaste geht's los. Und wie ihr seht, ich kann eigentlich schon ganz gut lenken und so. Jetzt müssen wir das Haus kaputt machen. Das war's. Nächste Zone. Es wird halt nach und nach immer ein bisschen schwerer, beziehungsweise nicht unbedingt schwerer, sondern die Anforderungen werden anders, sag ich mal. Hier müssen wir jetzt zum Beispiel schon so eine Windmühle kaputt machen. Ich weiß gar nicht, kriege ich das hin mit der Kanone? Nee, geht nicht. Deswegen
bauen wir jetzt mal was anderes. Wir fangen nämlich jetzt einmal schon mal an, was Cooles zu bauen, würde ich sagen. Und zwar, wir bauen mal ein Katapult. Das ist im Prinzip so das Einfachste an Waffen, was man so bauen kann, meiner Meinung nach. Außer halt jetzt irgendwie Klingen oder so ein Scheiß an das Fahrzeug montieren. Das kann aber ja jeder. Bisschen technisch soll es schon werden. Und ich baue hier jetzt erstmal so Querverstrebungen rein. Ich weiß nicht mal, ob die unbedingt lang werden. Weil auf dem Katapult ordentlich was an Zug drauf sein wird. Und zwar mit den Federn. Contractible Springs. Und Moment, nee, stimmt gar nicht. Die darf ich erst später bauen. Na, ist aber egal. Und die müssen halt quasi einen Gegenzug erhalten, sonst bricht mir die ganze Scheiße zusammen. Aber ich kann es ja mal kurz zeigen. Das sieht eigentlich ganz witzig aus. Wenn wir hier mal eine und hier mal eine dran bauen. Ich denke, das dürfte schon lang. Aber wie macht man die nochmal? Mit L. So. Das passiert. Ne, Moment. J. Ne, auch nicht. Hä? Sehr interessant. Die gehen mit L. Versuch's nochmal. Oh, guck mal, das hält sogar alles schon. Perfekt, würde ich mal sagen. Und jetzt mache ich mal die Streben weg, damit ihr mal Scheiße. Damit ihr mal seht, was dann passiert, wenn man auf L drauf drückt. Das hält dann nämlich nicht mehr so schön. Ah, doch, noch hält's. Warte mal, dann müssen die auch noch weg. Immer noch. Krass. Mein Unterbau ist extrem stabil. Ach Mensch. Na gut, machen wir es so. Immer noch. Alter, ich will doch nur was zeigen, meine Güte. Ja, noch ein Stück. Genau, da fliegt schon das erste Teil nach da hinten weg. Naja, ich denke, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Deswegen immer schön die Stützen bauen. Und das mache ich jetzt auch nochmal. Da sind sie. So. Nein, die war falsch. Warte mal, mit was von der Taste lösche ich denn nochmal? Das weiß ich gar nicht mehr. X. Ja, mit X lösche ich. Da habe ich auch so den Death gelöscht. Passt also. Gut, und jetzt müssen wir den Aufbau für unser Katapult hinzimmern. Das ist eigentlich nicht so schwer. Und zwar brauche ich da erstmal einen Dekupler. Am besten. Dann kann man es nämlich schön auslösen. Wo ist der denn? Da ist er. Einmal einen Dekupler. Ach, den haben sie asymmetrisch gemacht. Sehr witzig. Früher war der nämlich symmetrisch. Also oben eine breite Platte, unten eine breite Platte. Das haben sie aber wohl geändert. Schon ein paar Tage nicht mehr gespielt. So, das heißt, der da kommt hier hin. Dann kommt da oben eine Bombe rein. Und jetzt müssen wir das Ganze noch mit Federn fixieren. Beziehungsweise halt scharf machen, eher gesagt. Zwei Federn müssten rein theoretisch schon lang. Wie funktioniert der Dekupler nochmal? Mit J. Alles klar. Dann mal kurz ausrichten. So. Und Schuss. Was zur Hölle ist da passiert? Moment. Klappt doch. Hat es denn vorher nicht geklappt? Ich würde gerade sagen, ey. Ach so, und jetzt haben wir schon ein etwas schwereres Level. Hier liegen nämlich jetzt überall Bomben rum. Wir müssen da hinten hin. Aber mit den Bomben, das ist gar nicht so einfach. Und dabei müssen wir, glaube ich, müssen wir die Schäfchen noch kaputt fahren? Nein! Ich glaube, da muss ich was Neues bauen.
Aber ich glaube, das machen wir erst in der nächsten Folge. Weil die Folgen werden auch nicht so lang, sonst haben wir nämlich, keine Ahnung, 2 oder 3 Folgen. Deswegen machen wir mal 10 Minuten ungefähr eine Folge und wir sehen uns dann einfach beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ich hoffe, dass ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid bei einer wunderschönen Runde Besiege. Macht's gut, Leute. Tschüssi.